Version sollte es sich nur um ein Alien handeln, das alleine im Wald lebt und lernen muss, mit seiner Isolation umzugehen. Dabei sollte er herausfinden, wo er eigentlich herkommt. Lilo war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geplant. In einer rausgeschnittenen Szene erzählt Lilo Nani eine Gute-Nacht-Geschichte über einen stinkenden Teddy namens Toaster. Später hat sich Disney aber dafür entschieden, die Szene rauszustreichen, weil die Leute beim Test-Tuning gedacht haben, dass Nani Lilos Mutter ist. Once upon a time there was a bear. And his name was Toaster. He was friendly, but he smelled bad. Dabei ist sie doch die Schwester. Lilo bedeutet die Großzügige oder auch verloren. Devay Chase, die Stimme von Lilo, ist die Schauspielerin, die Samara in The Ring gespielt hat. Ok. Die Stimme von Stitch war schwierig zu übersetzen, weil er gar nicht richtig spricht irgendwie. Deswegen hat der niederländische Synchronsprecher Bob van der Hoven Stitch auf Italienisch, auf Deutsch, auf Niederländisch und auf Flämisch eingesprochen. Good job, bro! In der chinesischen Version von Lilo und Stitch hat man Stitch Untertitel gegeben, obwohl seine Aliensprache offiziell gar keine Bedeutung hat. Der Grund war, dass sein Kauderwelsch nach dem Satz Nikude, Nikude, was auf Chinesisch verpiss dich heißt, die finale Übersetzung war doch etwas kinderfreundlicher. Die Originalsprecher von Nani und David sind beide gebürtige Hawaiianer und als sie die Tonaufnahmen gemacht haben, haben sie den Dialog verbessert, indem sie Umgangssprache und Slang reingebracht haben, das Ganze, um es einfach natürlicher werden zu lassen. Lilo füttert jeden Donnerstag den Fisch Patsch mit einem Erdnussbutterbrot, da dieser das Wetter kontrolliert. Beim ersten Mal hören denkt man, dass Lilo ein bisschen bekloppt sein könnte, aber im weiteren Verlauf der Geschichte stellt sich heraus, dass ihre Eltern bei einem Regensturm ums Leben gekommen ist, weshalb es für Lilo auch sehr wichtig ist, diesen Fisch bei Laune zu halten, um ein weiteres Unglück zu verhindern. In einer früheren Version gab es eine Szene, in der Lilo am Strand von Touristen rassistisch behandelt wird. Um sich an den Touristen zu rächen, sorgt sie dafür, dass sie glauben, dass ein Tsunami in Anmarsch ist und findet das irgendwie lustig. Okay, das ist mindestens genauso makaber wie der Rassismus, aber ich kann verstehen, dass diese Szene einfach rausgeflogen ist. Das ist weird. Die Plüschpuppe von Lilo reagiert auf Lilos Emotionen. Hey, ich bin happy. Lilo und Stitch ist der erste Disney-Animationsfilm, bei dem die Hintergründe wie bei Dumbo mit Aquarell gezeichnet wurden. Gemalt wurden. Gemalt. Aquarell. Wasserfarben. Schön. Stitch sollte ursprünglich gar nicht sprechen können. Als Disney aber merkte, dass es besser wäre, wenn Stitch schon reden könnte, hat der Regisseur Chris Sanders erstmal seine Stimme zur Verfügung gestellt, an die sich dann alle so gewöhnt haben, dass es im Endeffekt einfach bei seiner Stimme geblieben ist. Die Verfolgungsjagd am Ende des Films sollte eigentlich ganz anders aussehen. Nani, Stitch, Jumba und Peekly sollten sich eigentlich eine Boeing 747 kapern und damit durch die Innenstadt von Honolulu donnern, fliegen. Das schien Disney nach dem 11. September aber keine so gute Idee, deswegen haben sie das Ganze geändert und haben Jumbas Raumschiff genommen und sind damit durch die Berge geflogen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, lasst einen Kommentar und schaut euch noch andere Videos an von uns. Und ein Abo wäre auch cool. Yeah.